Hallöchen, und da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt mal in den Optionen mal nachgeguckt und guckt euch das jetzt mal klar an. Die sekundären Waffen sind jetzt auch online. Cool, ne? Das ist echt der Hammer. Die muss man echt extra einschalten. Und die sollten aber auch, denke ich mal, von alleine feuern. Okay, das war jetzt verkehrt. Ups. Gut. Wir müssen dann auch definitiv wieder mit dem Frachter. Wir müssen auch definitiv dann erstmal wieder Munition herstellen, alles drum dran. Und vielleicht sogar mal gucken, ob irgendwo ein paar Kopfgeldmissionen da sind. Hervorragend. Ihre Cryos haben wirklich einiges drauf, Okabe. Sie haben ein Auge dafür, hm? Keine Spielchen, Adisa. Geben Sie uns, was wir wollen, und wir sind weg. Euer Captain und ich haben uns etwas kennengelernt. Offenbar sucht er schon sehr lange nach Nemo. Ich will ihm nichts tun, Adisa. Das sagte ich schon. Sofern er tut, was Sie wollen, meinen Sie. Wir haben erlebt, was mit Ihren Feinden passiert, Okabe. Die Tupilak hat einen gewissen Ruf weg. Ist das so? Ja, sie gelten als gnadenlos. Hätten nichts zu verlieren. Seien getrieben vom Geist einer verlorenen Liebe. Wenn das stimmt, sollte man sich nicht mit mir anlegen, oder? Ich kehre aufs Schiff zurück. Tun Sie, was Sie tun müssen, aber tun Sie es schnell. Ich suche schon sehr lange nach Nemo. Meine Geduld hat Grenzen. Sag mal, mögt ihr Okabe? Naja, das spielt eigentlich für uns keine Rolle, denn wir haben ein gemeinsames Ziel. Ja, wir sind Partner. Ich würde eher Oberes sagen. Ich weiß aber nicht, wie sich das auswirkt. Ob diese Antworten, die wir hier geben, ob das sich irgendwie auswirkt, das weiß ich nicht. Ja, wir sind Partner. Und doch wisst ihr so wenig über ihn. Ja, über dich doch genauso. Ich habe die Tupilak-Akten durchgesehen, ihre Verträge und Funksprüche studiert. Er hat gesagt, Ishmael hätte ihn bezahlt, um euch zu retten, und Nemo hätte die Antworten, die ihr sucht. Das war gelogen. Okabe steckt von Anfang an hinter allem, hat euch von Ishmael suchen lassen, um euch aufzutauen und in die Meere zu schicken. Er wählte euch, kannte eure Namen, eure Gesichter. Rein gar nichts davon war Zufall. Aber mit einem hat er recht. Nemo weiß, wo man die Antworten zu euch findet. Er wird euch helfen. Wenn ihr ihm helft. Legt ab, wenn ihr soweit seid. Ich gebe euch dann Anweisungen durch. Okay. Kann ich jetzt noch weiter mit dir reden? Weil ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich mit dem alle Textnachrichten durchgenommen habe. Da kommt ja gar nichts. Schön schwach hoch. Sekundär haben wir gerade gar nicht. Die abgeschlossene Quest. Wir haben schon so viele Quests abgeschlossen. Cool. Das ist auch cool. Cool. Dann machen wir die mal erstmal aus. Machen wir die sekundären wieder an. Damit ich hier nicht überflutet werde mit irgendwelchen Blödsinn. Oh, das Zeug kann ich. Oh. Naja, verkaufen wir mal ein bisschen das Eisen. Eisen haben wir mehr als genug. Ach so. Ich Doofkopf. Eisen haben wir, brauchen wir eigentlich für Munition zum Munitionsherstellen. Davon kaufen wir mal
7 Stück. Weil wir wollen hier noch was herstellen. Achso, das war fürs andere Schiff, ne? Das ist ein bisschen doof. Aber egal, bauen wir das halt eben fürs andere Schiff. Das ist mir eigentlich auch, eher gesagt, wurscht. Da ist nur noch ein Upgrade möglich, so wie es aussieht. Ich sag mal hier rödeln wir jetzt mal mit dem Schiff weiter, mit der Shade, oder machen wir erstmal mit der weiter? Weil ich habe jetzt herausgefunden, wie man die Sekundärwaffen einrichtet. Ja. Hat die andere die Shade auch Sekundärwaffen? Nein. Die hat nur die Hauptwaffen und keine Sekundärwaffen. Na, die Sekundärwaffen könnten uns schon manchmal, denke ich mal, wenn die eingeschaltet sind, schon ein bisschen nachschreddern, habe ich das Gefühl. Also bleiben wir mal bei der Hammerhead. Gut. Aber trotzdem, ich will einfach alle Schiffe aufs Ultimo ausbauen. Gut, wir brechen auf. Wohin fahren wir? Ihr müsst 3 Aufgaben für uns erfüllen, als Beweis eurer Freundschaft. Nemo ist ein Mann der Wissenschaft, der Forschung. Sein Vertrauen, das gewinnt ihr durch Informationen. Fahrt zum Tor und dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Sie schicken uns zurück ins EPF-Territorium? Ihr schafft das, da bin ich sicher. Gebt Bescheid, wenn ihr das Tor passiert habt. Da hab ich okay ein gutes Gefühl dabei. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Nee, ich will davon. Ja, ein bisschen was verkaufen davon. Sauerstoff können wir auch ein bisschen was verkaufen. Sogar richtig viel Geld für. Mal ein bisschen runterfahren, weißt du? Dass wir hier. Nee, brauchen wir nicht. Die haben keine Quests, keine neuen. Alles klar. Keine Kopfgeldaufgaben, gar nichts. Das wundert mich gerade ein bisschen sehr. Im Nimmerschlaf. Port Royal. Grenzgebiet. Das Ruhfeld. Er hat ja gesagt, wir müssen dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Großmutters Zahn. Okay, dann kehren wir mal zurück. Wo auch immer das Zurückkehren ist. So. Stop. Ping. Warte mal, kann ich das auch so? Kann ich das auch so? Na klar, kann ich doch. Oh. Uns fehlt ein bisschen Altmetall. Wir haben zu viel rumgeballert beim letzten Mal. Das Krasse ist eigentlich. Oh, hoffentlich.
Sehe ich gerade dort unten. Ich habe ja alle verballert, ey. Kann ich das noch herstellen? Ja, wenn es das... Hoch, Schwein gehabt. Oink, oink. Was habe ich gerade gesehen noch? Was gibt's hier noch? Ach, cool, gibt's doch noch. Okay, ich habe euch angelogen. Es gibt die freie Cockpit-Sicht, aber die bringt uns eigentlich an sich nichts. Aber ich find's cool. Ah, das Cockpit von der Hammerhead sieht genauso aus wie das andere. Und ich sitze hier alleine drin, obwohl ich eigentlich mit einer 4-Mann-Besatzung hier drin sitzen sollte. Cool. Siehst du, auch ich entdecke noch einiges. Das ist nicht so schön hier gerade. Also R und T. Wenn das Schild unten ist, kann ich T drücken, habe ich einen neuen Schild. Wenn es zu knapp wird. Muss ich mir nur irgendwie merken. Das kann ich sehr gut. Initiiere Torschmiede. Wir sind durch. IPF-Schiff greift an. Schalten wir es aus und dann zurück zum Ziel. Schilde kritisch. Sind das Sucher? Sehr überraschend, muss ich ehrlich sagen. Entschuldigung, wenn es zu laut jetzt in euren Ohren war. Ich musste niesen. Habe ich extra weggedreht, aber es kann trotzdem sein, dass es ein bisschen zu laut war. Sorry. Gestört. Da sehe ich nochmal fremde Schiffe. Stab, Schiffe einsammeln, was auch immer das ist. Ach so, Schrotmunition. Das sind wir gerade gut und voll. Also, schön. Halt eben gerne um, vor allem unter Wasser. We'll be right back.
weiter oben. Ah, mir krabbelt es gerade mörderisch in der Nase und die Nase läuft auch gleichzeitig. Das HQ hat mich beauftragt, diesen Captain Nemo aufzuspüren. Okay. Sein Name ist ein einziges Rätsel. Niemand weiß, wer oder was er wirklich ist. Der erste Download wäre abgeschlossen. Fahrt jetzt zur zweiten Position. Ja, wo ist denn die? Immer den Pfeil hinterher. Jawohl. Gegner? Eins. Aber das war jetzt so. Ach, hinter uns ist auch noch eins aufgetaucht. Dieser kleine Schlingel. Nach da oben. Ich hasse sowas. Ich sehe es nie immer 100% einwandfrei. 50 Credits. Wir sind da. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Ladet die IPF-Daten herunter. Ich versuch's. Manche halten Nemo für einen abtrünnigen Bionten, der sich aus ihrem Schwarmgehirn befreit hat. Manche halten ihn für einen Spion, der um jeden Preis Rache sucht. Und wieder andere, die halten ihn für einen Mann auf der Suche nach Unsterblichkeit. Den ältesten ununterbrochen lebenden Menschen von ganz Aqua. Zweiter Download abgeschlossen. Wir fahren zur letzten Position. Gute Arbeit. Für Cryos lernt ihr schnell. Ich möchte hier durchkommen. Komme ich hier durch? Schade. Ist bestimmt eine Mission. Für Cryos lernt ihr schnell. Das ergibt sich einfach aus logischem Denken. Von ich reise zu dem Punkt und jetzt. Ah, jetzt muss ich noch einen dritten Punkt absuchen. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann mal so durchkomme. Dass ich noch tiefer tauchen kann. Aber ich glaube es eher weniger. Das Ebenen oben und unten mit diesem Nano-Zeugs mussten sie sich nur deswegen einfallen lassen, damit die nach oben und nach unten eine Grenze setzen können.
vom Level-Design. Dritte Position erreicht. Download wird gestartet. Wer auch immer Nemo ist, alt ist er ganz sicher. Den Akten zufolge führte er schon vor Jahrzehnten Krieg mit allen Fraktionen. Überfiel Cryostationen und baute seine seltsame Technologie aus. Und eines ist sicher. Er ist eine Gefahr und muss eliminiert werden. Hier spricht Ajit Sidana von der Indopazifischen Föderation. Log, Ende. Alle Downloads abgeschlossen. Zurück zur Basis. Diese Bänder waren nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben alle Nemo-Akten auf ihren Servern gelöscht und sie damit um Monate zurückgeworfen. Bis bald dann. Ich hoffe, ihr fandet Sidanas Worte aufschlussreich. Wir lassen ihn mal an, weil man weiß nie so richtig, was auf der anderen Seite von so einem Tor passiert, so wie gerade in Vorziehen oder in der letzten Folge. Initiiere Torsprung. Okay. Okay, wir haben gerade eben 1000 Schildkapazität und 800 Leben. Ist es nicht gerade wenig, ist aber auch nicht gerade unbedingt viel. Doch irgendwas Grünes rum. Ach so, ihr seid das. Hallo. Ihr seid kurz nach eurem Erwachen mit Bionten in Kontakt gekommen, oder? Sie befanden sich im Anfangsstadium der Transformation. Piraten, die noch Bruchstücke ihrer Seelen und ihrer Individualität besaßen. Okay. Aber auch das wird schwinden.
Wenn ihr mich etwas fragen wollt, fragt. Ist Nemo ein Biont? Diese Audiobänder lassen darauf schließen, dass er schon ungewöhnlich lange lebt und ihre Technologie genutzt hat. Was wäre, wenn ich ja sagen würde? Würdet ihr trotzdem weiter nach Nemo suchen? Ich würde trotzdem weiter nach dem suchen, weil ich würde erstmal gerne wissen, ob da wirklich ein Biont ist oder ob da sogar eine künstliche KI nur ist. Ja, Biont oder nicht, er hat Informationen für uns. Sie sind Pragmatiker, wie Nemo. Die Bionten waren nicht immer so wie jetzt, doch sie wollten ihrem Körper entkommen. Es gelang ihnen, kostete sie aber ihre Menschlichkeit. Nemo verfolgt dasselbe Ziel, die Fähigkeit, ewig zu leben. Gibt es ein größeres Streben? Und er tut alles, um sein Ziel zu erreichen. Nutzt jede erdenkliche Technologie, sogar die der Bionten. Oh, nee. Die Bionten haben sich selbst verloren? Wie will Nemo schaffen, was ihnen misslang? Er wird ja euch haben. Ihr wisst nicht, wer ihr seid, wieso Okabe und Ishmael euch zurückgeholt haben. Tja, ihr werdet es bald herausfinden. Nemo belohnt seine Freunde, glaubt mir. Und ihr werdet tolle Freunde sein. Euer nächster Auftrag lautet, besorgt mir Stücke von den Wracks, die im Grenzgebiet verstreut liegen. Biontenjäger haben dort jüngst IPF-Kräfte angegriffen. Ihr müsst von den Wracks alles bergen, was ihr könnt. Okay, aber spoilert mich da das Spiel nicht gerade selber? Müssen wir mit Widerstand rechnen? Nur mit Nanofauna. Wir gehen davon aus, dass die IPF und die AA die nächsten Stunden beschäftigt sein werden. Genug Zeit für euch rein und wieder rauszuschlüpfen. AA heißt abnormale Arschgeigen. Immer dran denken. Sonst hat er nichts von uns? Auch nie, alles klar. Hat niemand irgendwie Aufträge für mich, damit ich Geld verdienen kann? Ich brauche 20.000, ey. Ich brauche noch 8.000, damit kann ich dann doppelte Laser machen. Aber naja. Noch nicht, noch nicht. Ach, weißt du was? Ich mache von schwarz auf weiß. Geht das? Unten ist immer irgendwie schwarz, kann das sein? Einfach nur so, just for fun. Aber so an sich, dieses Muster gefällt mir eigentlich schon, so weiß mit rosa Rallye-Streifen. Sieht eigentlich ohne gerade so verkehrt aus. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, so. Gut. Machen wir wieder los? Die Suche nach Unsterblichkeit, ha? Huh? Ich weiß nicht, ob ich ewig leben möchte. Wir haben schon ein paar hundert Jahre überlebt, Kaelin. Würdest du nicht gern noch ein paar hundert erleben? Kälteschlaf ist anders und du hast doch gesehen, was aus der Welt geworden ist. Yep. Unsere Zeit war schon schlimm, aber hier ist nichts als Krieg und Schrecken. Erst recht ein Grund zu überleben. Jemand mit den richtigen Fähigkeiten, dem richtigen Wissen, könnte diesen Planeten wieder in Ordnung bringen, wenn ihm genug Zeit dafür bliebe. Bestimmt haben die Beyonden ähnlich gedacht. Wir sollten los, nicht dass die EPF zurückkommt. Alles klar, aber das werden wir in der nächsten Folge oder in Zukunft herausfinden. Bis dahin, macht's gut und ciao!